Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist As Reiter und wir sind in Folge Nummer 288 von Simotrans. Ja, wir sind hier in Radolfzell und wir hatten letztes Mal ein Verkehrschaos hier unten. Lieber nicht BRSD drücken, ne? Sonst haben wir gleich wieder das gleiche Spiel wie immer. Falltesten sind hier gefragt. Wir gucken mal hier in dieses Fahrzeug rein. 27 Paletten, da haben wir auch noch einen Bus. Gucken wir mal in die Buslinie erst gerade rein. Gut, tschüss, du fährst zum Depot, weil du bist leer. Da ist ja leider jetzt auch noch einer drin, ne? Jetzt ist er natürlich schon im Depot angekommen. Naja, der eine, der geht jetzt zu Fuß aus dem Depot raus. Gut. Dann hat man hier, das ist LKW-Linie. Wie sieht es denn da aus mit LKWs? Ne, warte mal, das war jetzt der Bus. Hier ist noch einer. Ich glaube, den schicken wir auch zum Depot. Weil ich glaube, da reichen zwei bei den Fahrgästen, die da drin sind, oder? Rathaus Bahnhof hat man natürlich extra gemacht, ne? Radolf zur Norddeutschen Mühle. Ja, Menge, ne? Versteht hier wieder keiner mit Dresden. Großbäckerei, Klosterklappe, wo sind denn da? Ostdeutsches Rathaus sind da nur 13. Ich glaube, die sind abgearbeitet hier, kann das sein? Das sind jetzt ganz andere über Döbeln, Waldweg, Hafen. Das ist mit dem Zug und Radolfzell Seebacher Allee. Fahren die an? Nein. Ich weiß gar nicht, ob das Rathaus noch anderweitig angefahren wird. Sollten wir vielleicht mal nachgucken. Verbindung. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir diese Linie dort so runter, weil die anderen beiden fahren ja hier trotzdem lang. Ach, die Straßenbahn fährt hier auch noch. Okay, dann kann das definitiv geändert werden. Dann nennen wir das jetzt die sind jetzt in der Linienstraße und fahren dann Linie ändern zur, wie heißt denn das hier? Seebacher Allee. Wo ist die Seebacher Allee? Da. So, und dann kann das Rathaus aber raus. Und dann sollen die mal da den Verkehr ab, die Personenzahl reduzieren. Und wenn das weg ist, dann können die dann noch hier zur Norddeutschen Mühle fahren und das da weiterarbeiten. Okay, ich glaube, das läuft dann. Da ist schon voll. Warte mal. Jetzt sind die alle weg hier? Jetzt sind 1000 Leute weg. Kann das sein? Ah ne, hier sind die 863 jetzt nach diesem Halt gewandert. Aber passt erstmal. Okay. Lass die mal abfrühstücken, müssen wir im Auge behalten, dass wir da diese Rathauslinie haben, die wir jetzt nicht mehr Rathaus nennen, ne? Seebacher Allee, passt. Gut, dann ist das erstmal erledigt. Jetzt fahren die auch nicht mehr da unten lang, wo so viel los ist. Jetzt fahren die da lang, wo weniger los ist, ne? So, Getreidehof, Markt. 27 Paletten. Zucker, Paletten, Paletten. Müssen es so viel sein, das ist die Frage, ne? Stehen auf jeden Fall im Stau. Ich glaube, da nehme ich einen runter. Wie viele Paletten gehen auf einen? 27, okay, das ist jetzt nicht viel, wenn du überlegst, wie viele da sind. 129 Paletten. Aber wenn sie auch nur im Stau stehen, weil so viele Fahrzeuge sind, dann ist das kontraproduktiv, oder? Na komm, lass mal. Ich glaube, da brauchen wir sie vielleicht noch. So, wo fahren sie denn oder fahren sie auch nicht? Hier unten stehen sie noch. Brauerei Markt.
ist jetzt Markt. Okay, da ist sowieso fast Leerfahrt, ne? Weil wir müssen ja zur Brauerei. Das ist der Brauerei. Ah, ja. Und dann da. Und ja, okay. 20 Paletten Bier, aber dann die Eier und die Südfrüchte, werden die denn da auch wegtransportiert? Das ist die Frage. Menge? Marktplatz. Über Marktplatz Adenauer Süd. Über Adenauer Marktplatz. Wo fahren die denn lang, bitte schön? Ja. Dann lass uns mal gerade hier unten gucken. Da müssen ja dann auch noch einige Fahrzeuge, einige Ladungen stehen eigentlich, oder? Bäckerei, Norddeutsche Mühle, Stück Gut Eier. Okay. Ja, hier am Markt ist ein Austausch, aber ja. Was ist mit dem Bus hier? Linie 9. Fährt nur einer. Okay, dann ist das auch okay so. Ist, glaube aber, entzerrt da schon, ne, oder? Brauerei Markt hat man schon nachgeguckt. Die Post. Der Linie 6 ist auch okay. Getreidehof Markt. Getreidehof Markt. Ja, da sie beide voll sind, macht es ja auch Sinn, ne? Das ist Radolfzell Land. Wo fährt denn der lang? Radolfzell Land. Hier. Da. Und da. Lotstraße. Kannst du rausnehmen, weil da fährt eine Straßenbahn lang. Die löschen wir mal. Weil da brauchen wir ja doch tatsächlich nicht mehr langfahren dann. Und die William McKinley Straße ist da. Haben wir jetzt hinzugefügt. Ist auch der falsche, der Kaiser. Die muss hier irgendwo sein. Da. Warte, hier können wir noch das rauslöschen. Adolfzell Land. Und was ist hier denn für eine Haltestelle? Ja, da ist schon ein zweiter, da brauchen wir also nichts mehr machen. Diese Linie hier kann definitiv bustechnisch aufgelöst werden. Okay, der Dingens hier, der kann ja noch, der muss ja noch weiterfahren, weil da fährt ja sonst keiner, glaub ich, hin, ne? Ja, da fährt sonst keiner. Das macht also keinen Sinn, die Straßenbahn nur da langfahren zu lassen, sondern da kann er hier auch noch hinfahren und kann dann die Post da abholen. Gut. Also hier ist jetzt kein Auto mehr am Stehen. Hier rollt es auch. Hier hinter stehen sie tatsächlich noch. Aber das sind jetzt Linien, die wir auch fahren müssen, ne? Schätze ich mal, oder? Die Frage ist, wie kannst du es hier entzehren, ne? Eigentlich gar nicht. Hier ist nichts, ne? Aber da ist die Bushaltestelle, kann ich keine Brücke bauen. Aber das bringt mir auch nichts mit der Brücke hier rüber. Hier rüber wird es was bringen, ne? Die Brücke geht ja. Wir können hier einen Tunnel bauen. Was passiert, wenn man da so eine Schräge reinbaut? Diese.
Geht nicht, weil da gerade eine Straße vorhanden ist. Jetzt nochmal. Ah, super, das hat gut geklappt. So, jetzt kriegen wir sie aber hin, oder? Ja. Und dann da drüben müssen wir es gerade machen. Dafür müssen wir die Straße da wegreißen. Dann machen wir es gerade. Und dann müssen wir einen Tunnel bauen. Straße. Tunnel. Habe ich es verpasst? Oh, das geht nicht wegen der Schräge oder was? Ich habe jetzt gedacht, das wäre so schön möglich hier, ne? Okay. Bedeutet, wir reißen das hier mal ab. Machen das erstmal flacher. Jetzt schnell den Tunnel da hingebaut. Müsste doch jetzt gehen, oder? Der Tunnel muss an einem Hang sein, alles klar. Und der andere Hang muss der sein. Jetzt den Tunnel da rein. Jetzt haben wir den Tunnel. Jetzt müssen wir noch so einen Hang bauen. Ah, warte, wir müssen erst diese Straßen hier abreißen. Shit. Und dann müssen wir da eine Schräge machen. Aber wir müssen die Schräge erst abarbeiten mit dem hier. So, jetzt nochmal dahin. Jetzt die Straße. Und jetzt machen wir hier das so, dann ist es auch verbunden, ne? Neues Kunstwerk, diese Straße, ne? So, und dann ist es da schon verbunden, richtig? Ich hoffe, dann fährt da auch ein Auto vielleicht durch. Vor allem nicht ein Auto, sondern irgendwie ein Bus oder sowas. Weil dann haben wir hier auch eine Möglichkeit herzufahren, ne? Ja, müssen wir mal schauen, wie das wird, ne? Ob das angenommen wird oder nicht, weiß ich nicht. Ja, der fährt jetzt eine schöne Runde, der Zug könnte hier reinfahren, macht er auch nicht. Haben wir da nicht irgendwie was zum Umbauen? Halt, Signal. Aber das liegt daran, dass da das Signal steht, oder? Wenn ich das wegnehme, ne? Sollte uns das doch nicht stören, oder? Können wir hier noch was wegnehmen? Ja, weiß nicht. Könnte ich das ein bisschen länger machen, könnte das Gleis hier schon rüberziehen, da lang, anstatt hier die Weiche, ne? Ah, ist auch nicht so wahr, richtig, oder? Aber ich könnte dann das, dieses Drehen... Ach, vergess es. Der Aufwand ist so hoch dafür. Nee, das war falsch. Ich wollte die Lupe haben, so. Okay, keine Ahnung, ob da einer durchfährt. Auch keine Ahnung, ob es hier eine Buslinie gibt. Der muss es wohl, weil da sind ja ganz viele Fahrzeuge. Linie Nummer 6, 9 fährt er lang. Das Fahrzeug ist wo? Verfolge den mal, mach das mal zu. Das mal zu. Wo ist er jetzt? Er steht im Stau, ist klar. Prickelnd ist das hier nicht, ne? So, der fährt wohin? Titangasse. Wo ist die Titangasse? Scheint an der falschen Stelle, ne? Es ist 9 Uhr. Oh, er ist durch den Tunnel gefahren. Voll cool. Voll cool. Aber er ist nicht da lang gefahren, sondern er ist da hinten rumgefahren. Und kein Mensch weiß warum, oder?
So, wo fährt er jetzt lang? Er fährt diesen großen Umweg. Warum fährt er diesen großen Umweg? Ostdeutsches Rathaus ist hingefahren, dann fährt er da oben lang. Der könnte doch hier lang fahren, oder? Bin ich da jetzt verkehrt? Ha? Das ist ja komisch, ne? Ja, etwas schwierig. Weiß ich jetzt auch noch nicht so ganz, ne? Der wird ja dann immer zu besonders viel Minus hier einfahren, wenn er da nicht lang fährt. Jetzt sollten wir mal hier die Einbahnstraßenschilder doch noch wieder killen und gucken, was passiert, oder? Da ist das Einbahnstraßenschild schon mal weg jetzt. Achso, und das steht hier, ne? Ja, ist auch weg. Ja, die Schlange ist noch bis hierhin. Noch nicht so dolle, ne? So ein paar werden jetzt immer noch so rumfahren, weil sie nicht wissen, dass es diese Einbahnstraße nicht mehr gibt. Ah, der erste fährt hier jetzt geradeaus. Ja, das ist schon krass, ne? Hier ist ein bisschen doof mit der Fahrschleife. Wo ist er jetzt? Steht denn da jetzt? Achso, der kommt gerade vom Ostdeutschen Rathaus wieder, ne? Denke ich mal, ja. Müssen wir mal gucken, wie er jetzt fährt, weil jetzt ist es die Tarngasse das nächste Ziel. Okay. Fährt jetzt raus. Jetzt dürfte er links fahren. Ja, macht er auch. Jetzt wird sich dann das mit den Kosten hier wieder auch senken, ne? Weil er jetzt den kurzen Weg fährt. Hat ja dann doch nochmal geklappt, ne? Gut, dann würde ich aber auch sagen, soll es für die Folge erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.